Was geht ab, Heroes? Mischa Kotlier wieder hier. Willkommen zu einem brandneuen Video. Heute geht es um Konzentration. Das heißt, wie schaffe ich es eigentlich, mich besser auf etwas zu fokussieren, um Aufgaben bzw. das Lernen schneller zu erledigen? Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich immer wieder mal Fragen bekommen habe, Herr Mischa, wie kann es sein, dass du neben dem Medizinstudium noch so viel nebenher geschafft hast, du gehst so viel zum Sport, du machst irgendwie ganz, ganz viele andere Sachen noch nebenher, du hast deine Doktorarbeit nebenher fast komplett fertiggestellt und. Wieso fällt es mir so schwer oder wieso fällt es anderen so schwer und warum schaffst du das? Und was kann ich selber tun, um das Ganze zu verbessern, um besser beim Lernen zu werden und nicht den ganzen Tag in der Bib zu verbringen und dann trotzdem enttäuscht nach Hause zu gehen, weil ich wieder die Klausur gerade so bestanden habe, obwohl ich das Gefühl habe, super viel gemacht zu haben. So Freunde, die Antwort ist eigentlich relativ einfach, warum ich das geschafft habe und warum ich immer wieder sehe, dass einige es eben nicht schaffen. Es gibt auf der einen Seite so dieses Thema Lernstrategien, also wie lerne ich am besten auswendig das Ganze zum Beispiel, wenn ich jetzt, oder wie verstehe ich dann auch gewisse Konzepte, um das Ganze besser zu verinnerlichen. Darum geht es heute gar nicht. Das ist etwas, das muss jeder für sich herausfinden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich werde in der Zukunft mal ein Video dazu machen. Heute geht es aber um die Konzentration und um eine sogenannte Tiefenkonzentration, dass ich so einen tiefgreifenden Fokus schaffe zu entwickeln. Das ist etwas, was ich in meinem Leben gelernt habe umzusetzen und was meiner Erfahrung nach sehr wenige Menschen umsetzen können, weil sie einfach sich zu einfach ablenken lassen, beziehungsweise die stellen nicht die Bedingungen her, um in diese Tiefenkonzentration reinzukommen, in der man wirklich schafft, viele Dinge in kurzer Zeit zu verinnerlichen und auch wirklich zu behalten. Man muss wissen, dass das eine Fähigkeit ist, die nicht vererbt wird. Das ist eine Fähigkeit, die man genauso trainieren kann wie einen Muskel. Das heißt, wenn ihr daran arbeitet, werdet ihr mit der Zeit besser. Da ist keiner von heute auf morgen extrem gut geworden. Man weiß aus Studien, dass es ungefähr am Anfang für einen, der das noch nie wirklich gemacht hat, naja, der schafft es vielleicht so, eine Stunde lang in so einer tiefen Konzentration zu verbringen. Tiefenkonzentration bedeutet nicht, dass ihr E-Mails bearbeitet oder halt, keine Ahnung, vielleicht ein Video bearbeitet oder Gespräch mit einem Kollegen führt oder irgendwie so ein bisschen irgendwo durchscrollt euch, sondern es geht darum, wirklich einen unglaublichen tiefen Fokus aufzubauen und sich mit komplexen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, so dass man im Prinzip alles um sich herum abschirmt. Und ich denke, der eine oder andere von euch hat das schon mal erlebt. Man liest etwas, man beschäftigt sich mit irgendwelchen Hypothesen, mit irgendwelchen Konstrukten, mit irgendwelchen Themen, die man vielleicht auch noch nie vorher, ja, denen man noch nie vorher begegnet ist. Und nach arbeitet man sich durch und merkt dann auf einmal, okay, ich verstehe das immer besser, immer besser, immer besser. Und diese Gedanken kreisen um einen herum und man versteht das immer besser. Man arbeitet sich hinein. Und man kriegt aber alles um sich herum gar nicht mehr mit. Das ist so ungefähr so ein Zustand vom Flow. Da gibt es auch ein gutes Buch dazu. Das heißt auch so, Flow. Kann ich euch unten verlinken. Dass man in so einen Zustand reingerät, wo die Zeit einfach vergeht. Um diesen Zustand zu erreichen, das ist der Schlüssel, um möglichst schnell Sachen zu lernen und einfach abzuarbeiten, sei es eine Doktorarbeit zu schreiben, sei es für die Klausur zu lernen oder. Es kann auch sein, dass ihr im Beruf irgendwie vorankommen wollt, später dann als Ärzte. Es ist unglaublich wichtig, das zu trainieren. Und es gibt so drei Grundbedürfnisse, die uns daran hindern, häufig diese Konzentration aufzubauen. Das ist auf der einen Seite das Grundbedürfnis nach dem Essen, das Grundbedürfnis nach dem Schlafen und das Grundbedürfnis nach dem Sex. Und diese drei Sachen muss man lernen zu kontrollieren bzw. sich davon abzuschirmen, wenn man langfristig vorankommen will, also wirklich auch viel schaffen will, viel umsetzen will, irgendwas Bedeutsames vielleicht umsetzen möchte. Das funktioniert nicht einfach so, man muss das halt einfach trainieren. Fertig. Mein erster Tipp ist, dass ihr euch einen Zeitraum schafft, in dem ihr ungestört arbeiten könnt. Das kann sein, dass ihr einen bestimmten Zeitblock habt, das heißt eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Das wird ja später immer komplexer sein, solche Blöcke zu finden. Jetzt als Student habt ihr meistens Wochen bis Monate, in denen ihr eigentlich ja, lernen könnt, wie ihr wollt, wenn ihr das euch selbst organisiert.
Später als Ärzte wird das schwieriger. Da kann es dann sein, okay, dass ihr dann bis zum Urlaub warten müsst, bis ihr euch so einen Block organisiert, in dem ihr richtig konzentriert arbeiten könnt, in diesen Blöcken. Und in diesen Blöcken, wie ich das jetzt nenne, kann man das auch natürlich über den Tag gestalten. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eine Klausurvorbereitung, dann haben wir einen Block von einem Monat zum Beispiel. Und in diesem Tag, in den jeweiligen Tagen, kann man das Ganze natürlich auch unterteilen und sich feste Blöcke zum Lernen festlegen. Von morgens um 9 bis abends um 17 Uhr, indem man sich hauptsächlich nur mit dem Lernen beschäftigt. Man wird nicht die ganze Zeit in dieser tiefen Konzentration verbringen können. Aber es ist auch oftmals nicht nötig, weil ihr werdet dann zum Beispiel auf der einen Seite natürlich richtig tief lernen müssen. Das geht bis zu 4 Stunden, wenn ihr das trainiert habt. Und auf der anderen Seite müsst ihr aber so Sachen erledigen, wie zum Beispiel kreuzen. Das heißt, ihr müsst ja üben, damit ihr die Klausuren besteht. Das ist eher so ein, ja, so ein oberflächliches Arbeiten. Das ist nicht etwas, wo ihr euch ganz tief hineinversetzen müsst. Das ist etwas, wo ihr das Wissen wieder mal abrufen müsst. Aber es ist kein extrem tiefer Modus, wo ihr einen unglaublichen Fokus braucht. Wie es zum Beispiel ist, wenn ihr euch etwas Neues erarbeiten wollt. Das bedeutet, ihr müsst euch bestimmte Zeiträume wirklich blocken. Und warum sage ich blocken? Ich sage das ganz bewusst. Ihr müsst in diesen Zeiträumen schaffen, alles andere um euch herum auszublenden. Das bedeutet, Geräusche, die euch stören, zum Beispiel könnt ihr Oropax verwenden. Ihr könnt in eine Bibliothek gehen. Ihr könnt irgendwo hingehen, wo euch einfach niemand stört. Wo euch auch nicht jemand ständig zwischendrin mal, während ihr in diesem Fokus oder während ihr ihn aufbaut, jemand immer wieder euch rausbringt, wieder anspricht, ja komm, gehen wir Pause machen, gehen wir noch einen Kaffee trinken und Co. Das darf nicht sein. Wenn ihr wirklich effizient sein wollt, wenn ihr wirklich in kurzer Zeit viel bewältigen wollt, wenn ihr richtig fokussiert sein wollt, wenn ihr das Gefühl vom Flow erleben wollt, dann müsst ihr verhindern, dass ihr immer wieder unterbrochen werdet. Das bedeutet, Oropax, sich in ein Zimmer sperren, wo man halt ungestört ist, in die Bibliothek gehen, am besten in ein Eck, wo ich niemand findet und so weiter. Das nächste ist, ihr müsst euch abschirmen, das heißt von so Sachen wie zum Beispiel Essen. Wenn ihr daheim nicht klarkommt und sagt, hey, ja, ich habe immer wieder, laufe ich zum Kühlschrank und unterbreche mich sonst was und ja, dann müsst ihr in eine Bibliothek gehen oder sonst irgendwo hin, sodass ihr nicht ständig dieser Versuchung ausgesetzt seid, sodass ihr dann immer wieder in eurem Flow gestört werdet. Was hier natürlich hilft, ist, sich einfach nur bestimmte Zeiträume fest einzuplanen. Da und da fange ich mit dem Lernen an, da und da sind meine Essenspausen, sodass ich in der Zeit esse ich. In der Zeit kann ich mich auf das Essen fokussieren und da gibt es nichts anderes, da esse ich. Und in der Zeit, die ich mir eingeplant habe, in der lerne ich. Fertig, da bin ich in meinem Flow, da lerne ich, da konzentriere ich mich auch nur auf eine Sache und ich werde dann, wenn ihr das schon vorprogrammiert habt, wenn ihr das eingeplant habt, dann weiß euer Körper, worauf er sich einstellen muss. Euer Gehirn weiß, okay, ich erledige die Arbeit und dann kommt die Belohnung quasi für das, was ich geschafft habe. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dasselbe gilt fürs Internet. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr euch von allem abschottet, das euch in Versuchung bringt, euch abzulenken. Keine E-Mails, kein Internet zum Vergnügen, in dem Sinne, dass ihr irgendwie auf Social Media scrollt und Co. Social Media ist so ein Ding. Social Media wurde dafür gemacht, um euch abzulenken, um eure Aufmerksamkeit zu gewinnen. Da habt ihr alles. Da habt ihr Sex, da habt ihr Schlafen, da habt ihr Essen, da habt ihr alle Grundbedürfnisse, die so ein Mensch braucht. Da habt ihr Spannung, da habt ihr auch Sicherheiten und alles Mögliche. Da sind alle möglichen Sachen so abgestimmt, dass man eure Aufmerksamkeit gewinnt. Und kurzerhand, naja, ihr geht mal ganz kurz auf Facebook, schaut einmal, ah, da ist hier eine Nachricht aufgeblinkt. Ich kann mal gucken, wer da geschrieben hat. Und prompt, egal ob ihr die Nachricht beantwortet oder nicht, seid ihr im Kopf nicht mehr bei der Sache. Ihr beschäftigt euch schon wieder mit dieser Nachricht, genauso mit einer E-Mail. Wenn euch auf einmal eine automatische E-Mail reingespült wird, ja, wenn ihr dann jetzt mal nachschaut, was das ist und das nicht beantwortet, ist das trotzdem in eurem Kopf. Ihr seid nicht mehr bei der Sache. Und im blödesten Fall läuft es aber so, dass ihr dann anfangt, auf das Ganze zu antworten, ein bisschen hier zu chatten und das passiert dann alle 20 Minuten oder alle 10 Minuten, wenn es blöd läuft und dann ist der Tag rum. Und ihr seid nie in diese tiefe Konzentration reingekommen. Ihr habt euch nie das Ganze wirklich erarbeiten können und euch richtig reinversetzen können, um das Zeug wirklich zu verinnerlichen und zwar effizient zu verinnerlichen. Nicht so ein bisschen Häppchen für Häppchen, so ein bisschen und am Ende kann ich eigentlich gar nicht so richtig und habe den ganzen Tag eigentlich damit verbracht, mich Nebensächlichkeit zu beschäftigen, sondern ihr müsst lernen, euch komplett abzuschotten.
Überlegt euch einfach mal Folgendes. Viele haben dann irgendwie das Gefühl, ja, ich verpasse irgendwas, wenn ich nicht permanent erreichbar bin. Das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Die Leute, die euch erreichen wollen, die werden euch erreichen. Ja, ihr müsst vielleicht ein bisschen mehr planen, aber im Endeffekt ist es alles möglich. Schaltet die E-Mails ab, sodass sie nicht automatisch reingespült werden. Im Endeffekt blockt Social Media oder kündigt es. Also schließt das Ganze, schließt die Accounts, wenn die euch wirklich stören. Blocken kann man das Ganze, da gibt es verschiedene Programme. Es gibt zum Beispiel Self-Control für Mac OS. Könnt ihr zum Beispiel nutzen, um bestimmte Zeiträume zu verblocken. Und dann müsst ihr einfach überlegen, für was wurde Social Media geschaffen. Es ist nicht dafür da, um euch bei etwas zu unterstützen. Es sind hauptsächlich Unternehmen, die eure Daten sammeln wollen, die eure Aufmerksamkeit wollen, um diese dann weiter zu verkaufen, um Geld zu generieren. Sie sind nicht dafür da, um euer Lernen zu unterstützen. Demnach wird euch das Ganze beim Lernen auch in der Regel nicht weiter voranbringen. Was ihr natürlich auf der anderen Seite machen könnt, ist, in einer Zeit das Ganze komplett verblocken und auf der anderen Seite sich Zeiträume schaffen, die ihr einplant, indem ihr ins Internet geht und eine bestimmte Zeit im Internet verbringt und macht halt, was ihr wollt. Einfach, dass ihr einen bestimmten Block habt, in dem ihr wirklich konzentriert arbeiten könnt und dann einen bestimmten Block, in dem ihr halt ja, euer Entertainment auskostet, wenn ihr das denn unbedingt benötigt. Das nächste, wie ihr lernen könnt, mit dem Ganzen umzugehen, ist so eine psychologische Sache. Jeder von uns hat diese Bedürfnisse nach Essen, Schlafen und Sex. Jeder, der sich vor allem mit etwas Kompliziertem und etwas Anstrengendem auseinandersetzen muss oder möchte aktuell, der wird das Bedürfnis haben, naja, sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, weil es dann nicht anstrengend ist. Der Körper ist so, ja, ist ein Tier, das immer wieder einfach nur entspannen will. Der Körper ist faul, das Gehirn ist faul. Ihr wollt in der Regel nicht euch groß anstrengen. Ihr wollt Anstrengung vermeiden. Ihr wollt unmittelbaren Schmerz, der damit einhergeht. Das ist ja ein unmittelbarer Verzicht, was ihr da macht. Wenn ihr anfangt zu lernen und mit irgendwas Kompliziertem euch auseinandersetzt, dann ist es ein Verzicht auf die Entspannung, ein Verzicht auf Schlaf, ein Verzicht auf Sex, ein Verzicht auf Essen. Und das möchte euer Körper nicht. Das bedeutet, was kann man da machen? Also einerseits diese Abschirmung, dass man überhaupt nicht in die Versuchung so groß reinkommt und auf der anderen Seite das Ganze so betrachten, wie es ist. Das heißt, ihr merkt dann, es ist gerade so schwer, ich möchte gerade essen, ich möchte mir gerade dies holen, ich will mir einen Kaffee gerade holen, ich will gerade irgendwas anderes machen. Ja, die Gedanken, lasst sie zu. Die Gedanken sind da, ihr wollt das machen. Aber ihr auf der anderen Seite stellt einfach fest, ihr müsst jetzt gerade was erledigen. Und das ist ganz normal, dass die Gedanken kommen. Versucht sie nicht groß zu unterdrücken. Sie sind halt da. Nehmt sie so hin, wie sie sind. Sie sind da, sie kommen und sie gehen wieder. Es ist völlig normal, jedem Menschen passiert das. Und man lernt einfach damit umzugehen, indem man sie zulässt und sagt, ja, cool, aber ich muss jetzt trotzdem etwas anderes machen. Und für diese Sachen, da gibt es einen anderen festen Zeitraum, in dem werde ich das dann auch erledigen. Aber jetzt hier und heute, wo ich jetzt sitze, da mache ich nichts anderes, außer mich auf die eine Sache zu konzentrieren. Und ja, es ist gerade anstrengend, es ist gerade zum Kotzen, es ist gerade schwierig, ich verstehe gerade nichts. Und ich mache trotzdem weiter, weil es einfach normal ist. Es ist halt schwierig. Und ihr müsst einfach bedenken, dass ihr nicht besser werdet bei der Konzentration oder beim Lernen. Oder egal in was im Leben, wenn ihr nicht in so einen gewissen Dehnungsschmerz reingeht. Es ist genauso wie beim Stretching oder beim Dehnen oder beim Training. Wenn ihr euch nicht anstrengt, wenn ihr nicht so einen gewissen leichten Schmerz verspürt, dann kommt ihr nicht voran. Ihr werdet beim Dehnen, ihr kommt nicht besser in die Grätsche, wenn ihr immer wieder nur so ein bisschen so hier ganz entspannt da sitzt und eigentlich nichts macht. Ihr müsst ein bisschen in diesen Schmerz reingehen und dann so, dass ihr euch nicht verletzt. Aber es muss unangenehm sein. Dann werdet ihr immer und immer und immer besser über die Zeit. Es ist genauso wie beim Training. Und weil es genauso wie beim Training ist, muss man auch dafür sorgen, dass man seinen Erfolg irgendwie misst. Dass man schaut, werde ich besser oder werde ich nicht besser. Ich nutze zwei Möglichkeiten. Die eine ist eine sogenannte Kettenmethode. Das bedeutet, dass ihr jeden Tag lernt. Jeden Tag versucht, diese Konzentration aufzubauen. Egal wie kurz oder egal wie lang sie ist. Ihr versucht sie jeden Tag aufzubauen. Egal ob ihr motiviert seid oder nicht. Völlig egal. Ihr setzt euch hin und ihr macht's. Ihr schirmt euch ab und ihr arbeitet.
Jeden Tag. Und jeden Tag setzt ihr ein Kreuzchen. Ein Kreuzchen, ein Kreuzchen, ein Kreuzchen. Und dann habt ihr so eine Kette. Und ihr setzt alles daran, diese Kette nicht zu brechen. Ihr wollt nicht, dass diese Kette bricht. Ihr wollt, dass die Tage immer länger werden, in denen ihr versucht habt, euch zu konzentrieren oder euch konzentriert habt und wirklich tief gearbeitet habt. Jeden Tag macht ihr es aufs Neue und aufs Neue und aufs Neue und aufs Neue. Und so kommt ein Rhythmus rein, eine Regelmäßigkeit. Auf der anderen Seite habe ich mir eine Excel-Datei erstellt, die werde ich euch unten verlinken. Die könnt ihr euch kostenlos herunterladen, in der ich mir notiere, wie viel Zeit ich mit was verbringe. Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, wirklich eine Spalte für konzentriertes Arbeiten, also in der ich jetzt an meiner Doktorarbeit tätig bin. In der anderen Spalte habe ich zum Beispiel etwas fürs tatsächlich so Vokabellernen beim Englischen. Da habe ich das und das fürs Englischlernen gemacht. So und so viel Zeit habe ich ins Lesen investiert. So und so viel Zeit habe ich in Sport investiert, also in Physical Activity und so weiter. Und dann nochmal ins Meditieren. Ich fokussiere mich dabei nur auf die positiven Sachen. Das heißt, wenn ich irgendwie auf Social Media prokrastiniere, dann notiere ich mir das nicht auf. Einerseits, weil ich das kaum noch mache und auf der anderen Seite, weil ich einfach glaube, dass es einfach viel wichtiger ist, sich darauf zu konzentrieren, was wirklich klappt. Und ihr werdet über die Zeit, wenn ihr wirklich lernt, euch zu konzentrieren, euch abzuschirmen, das Ganze immer weiter trainiert, werdet ihr sehen, wie diese Zeit über die Woche sich summiert und immer mehr wird. Das heißt, ihr notiert euch zum Beispiel, heute habe ich jetzt 120 Minuten konzentriert gearbeitet. Am nächsten Tag habe ich dann 140 Minuten konzentriert gearbeitet und ihr notiert das immer wieder auf. Das heißt, ich stelle mir eine Stoppuhr, ich lerne halt oder ich schreibe an meiner Doktorarbeit, dann stoppe ich die Stoppuhr, wenn ich jetzt eine Pause mache, notiere mir das in die Tabelle und dann mache ich meine kurze Pause, dann mache ich weiter, mache wieder mit der Stoppuhr weiter, dann addiere ich das wieder ein und dann spuckt mir das Ganze dann rechts aus, okay, so und so viel habe ich an diesem Tag gelernt. Beziehungsweise so und so viel habe ich fokussiert gearbeitet, so und so viel habe ich in meine Physical Activity zum Beispiel investiert und so weiter. Und dann sehe ich über die Tage und über die Wochen, ob ich da drin besser werde oder nicht. Es ist genauso wie beim Training, es ist genauso wie überall. Wenn ihr über die Zeit nicht besser werdet, naja, entweder stagniert ihr oder ihr werdet schlechter. Und so kommt ihr nicht voran. Und ihr braucht eine gewisse Motivation. Einerseits mit der Kette, sodass ihr sagt, hey, ich habe die Motivation, diese Kette nicht zu brechen. Und auf der anderen Seite sich immer weiter zu steigern, konzentriert zu arbeiten, immer mehr seine Grenzen auszutasten und immer mehr über die Grenzen hinauszugehen, um dann eben stärker zu werden, besser zu werden. Nur so funktioniert das langfristig. Eine Sache, die ich immer wieder mal ausgetestet habe, die ich nicht explizit eine ganz lange Zeit geübt habe, aber die ich auch heute unbewusst immer mal wieder einbaue, beziehungsweise die würde ich empfehlen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, so einmal die Woche einzubauen, dann könnt ihr das auch irgendwann steigern. Aber es ist relativ einfach. Man trainiert eben diese Konzentration auf Extreme. Das heißt, man hat seine Kette und alles, aber an einem Tag in der Woche, da gibt man so richtig Vollgas. Das bedeutet, ihr setzt euch ein Ziel. Ihr sagt, okay, das und das will ich jetzt lernen. Ihr überlegt euch, wie viel würdet ihr jetzt normalerweise brauchen, um das Ganze zu lernen oder das Ganze abzuarbeiten. So, notiert euch eine Zahl und dann macht ihr Folgendes. Ihr werdet diese Zahl verkürzen, das heißt also verkleinern. Das heißt, ihr werdet diesen Zeitraum verkleinern und sagen, okay, ihr halbiert ihn oder ihr zieht einfach nur ein Viertel ab, sodass ihr sagt, okay, wie soll das gehen? Also schwierig. Aber das ist genau der Punkt. Jetzt macht ihr Folgendes. Jetzt schirmt ihr euch komplett ab. Ihr schließt euch in euer Zimmer ein. Ihr macht alles aus, sodass ihr kein Essen in der Nähe habt. Ihr geht nicht zum Kaffee ständig holen. Ihr snackt nicht die ganze Zeit nebenher, ihr telefoniert nicht, ihr trefft euch auch nicht mit Freunden oder chattet nur zwischendrin irgendwie durch oder was auch immer. Lasst das alles sein. An diesem Tag gebt ihr nur noch Vollgas, um das Ziel zu erreichen. Und ihr gebt Vollgas, Vollgas, Vollgas und Vollgas. Ihr werdet am Ende extrem müde sein. Ihr werdet euch schlapp fühlen, ihr werdet sagen, boah, ey, das war heftig anstrengend. Aber ihr werdet auch sehen, hey, ich habe echt was geschafft. Und ihr werdet über die Zeit, über einen längeren Zeitraum hinweg sehen, dass ihr dadurch euch besser konzentrieren könnt. Und ihr werdet sehen, dass das Training irgendwann seine Früchte trägt.
Wenn ihr euch konzentrieren wollt, dann ist es nicht nur wichtig, darauf zu achten, was ihr während der Konzentration macht, sondern auch, was ihr zwischendrin macht und danach macht, also nachdem ihr gelernt habt. Auf der einen Seite ist das wichtig, dass ihr zwischendrin, wenn ihr dann Pausen macht, euch eben nicht auf Social Media sofort begebt oder in die Stadt geht, wenn ihr jetzt in Großstadt seid, wo ganz viele Autos sind und euch ständig irgendwas beschallt oder was auch immer. Es gibt so eine Theorie von Attention Restoring Theory und die besagt so viel, dass man Untersuchungen gemacht hat und festgestellt hat, dass Menschen, die ihre Pausen in den Blöcken zwischen den Konzentrationen zum Beispiel in der Stadt verbracht haben, wo es extrem laut war, wo ganz viel mit irgendwas die beschallt wurden, ganz viel passiert ist, dass sie sich danach nicht so gut weiter konzentrieren konnten wie Menschen, die zum Beispiel einfach in die Natur rausgegangen sind und ein bisschen spazieren gegangen sind. Das heißt, versucht euch einfach ruhige Orte zu finden, sodass ihr euch ein bisschen bewegt, dass ihr durch die Natur spaziert, kein Handy, kein gar nichts. Versucht euch einfach nur in diesem Zeitraum, in dem ihr wirklich lernen wollt, auf das Lernen zu fokussieren und in den Pausen auf die Erholung und nicht darauf, 10.000 Nachrichten zu beantworten und irgendwie auf Facebook irgendeinen Scheiß zu machen. Das bringt euch nicht weiter, das wollt ihr nicht, ihr wollt vorankommen. Ansonsten würdet ihr dieses Video jetzt gerade nicht anschauen. Das nächste ist, was ihr nach der Arbeit macht, also was macht ihr nach dem Lernen. Und hier ist es wichtig, einerseits, so einen Abschluss zu finden. Wenn ihr jetzt mit dem Lernen durch seid, dann schreibt euch auf, wenn ihr jetzt noch nicht fertig geworden seid und ihr werdet Medizinstudium meiner Erfahrung nach nie so richtig fertig, schreibt euch auf, was ihr am nächsten Tag zu erledigen habt. Schreibt euch auf, wie ihr das zu erledigen wollt, also welche Schritte sind vielleicht notwendig. Dass ihr einen groben Plan habt für den nächsten Tag, damit ihr nicht das Ganze ständig irgendwo im Kopf habt und eigentlich euch nie richtig erholt. Dann liegt ihr vielleicht noch im Bett und denkt, ach, das muss ich lernen und das darf ich jetzt auch nicht vergessen. Schreibt euch am Abend vorher, am besten nachdem ihr jetzt fertig gearbeitet habt, nachdem ihr fertig gelernt habt, schreibt euch auf, das und das muss ich morgen noch machen, sodass ihr es aus dem Kopf habt. Wenn euch zwischendrin irgendwas wieder einfällt, schreibt es auf, sodass es nicht ständig in eurem Kopf Wirrwarr macht und ihr die ganze Zeit dann immer, eigentlich immer unter Strom steht. Und was ich eigentlich empfehle, wirklich diesen Block möglichst in seiner Freizeit, die Freizeit Freizeit sein zu lassen. Das bedeutet, dass ihr dort euch entspannt, irgendwas macht, wo eure Aufmerksamkeit nicht ständig gestört wird. Genau wieder der Punkt, Social Media, Fernsehen, irgendwelche Sachen, die ständig eure Aufmerksamkeit zu kidnappen versuchen und euch einfach ermüden, irgendwie mit irgendwas euch beschallen, sondern trefft euch einfach mal mit Freunden, geht einfach irgendwo spazieren, geht zum Sport, macht irgendwas, was euch nicht ständig, ständig eure Grundbedürfnisse in dem Sinne torpediert, dass ihr ständig, hin und her gerissen seid. Das ist das nämlich, was ganz häufig eben online passiert, wenn man ständig nur am Rechner sitzt. Das heißt, man während dem Lernen ist man am Rechner und danach ist man wieder am Rechner und man ist häufig, so ist meine Erfahrung, aber das zeigen auch tatsächlich die Studien, dass die Menschen, die ganz viel Zeit vor dem Fernseher oder im Internet verbringen, nicht zufriedener werden, weil sie einerseits nichts wirklich erledigt haben, dann merken, okay, die Zeit ist weg und nicht wirklich sich erholt fühlen. Das heißt, überlegt euch ein Hobby, geht zum Yoga, meditiert, lest ein Buch zum Beispiel zu einem Thema, das euch interessiert. Ich empfehle ja ganz viele Bücher. Schaut mal in den Beschreibungskasten, da habe ich ganz viele empfohlen. Überlegt euch irgendwas. Aber probiert mal wirklich solche Zeiträume zu gestalten, wo ihr einen festen Block vielleicht fürs Internet habt, aber die restliche Zeit mit irgendwas verbringt, was Entspannung reinbringt. Was euch vielleicht weiter voranbringt in anderen Zielen, dass ihr irgendwas lest, dass ihr irgendwann an irgendwas arbeitet. Aber eben nicht eure Zeit mit Entertainment, was am Ende euch unzufrieden macht, im Internet verbringt. So Freunde, das war's für heute. Falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir unten drunter. Ansonsten habe ich euch die Excel-Datei unten verlinkt. Schaut da mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.